was er hätte wollen. Ja, wir haben ja bewiesen, dass es nicht stimmt. Gemeindeschwester und Polizist waren indessen der Ansicht, dass Vidorna, das Kind Vidorna sehe gepflegt aus und es scheine nicht ganz richtig, es wegzunehmen. Und dann hat er mich mit dem gar nicht einverstanden gewesen und hat dann geschrieben, meine Nachforschungen, die ich vorher schon und aufgrund der neuesten Entwicklung der Dinge erneut angestrebt habe, zeigen jedoch ein ganz anderes Bild. Ich muss voraussetzen, dass ich als Fürsorger nicht nur auf äußeres Wohlbefinden gehen muss, sondern dass ein moralisch gesundes Milieu ebenso bedeutsam ist. Und dann hat er dann ein Bezirksamt, obwohl er gar keine Befugnis hatte, die Weisung gegeben, man soll das Kind wegholen. Da steht es dann deutsch und deutlich, ich muss daher auf meine bereits früher ergangenen Weisungen zurückkommen und sie bitten, das Kind durch Polizei und Gemeindeschwester abzuholen und nach Chur zu bringen. Und dann hat es dann da in der Akte noch ein Bild gehabt, wo zwei von deinen Kindern drauf sind. In verschiedenen Briefen hat ja Pro Juventute damals gesagt, du hättest ja gar nicht um Kinder gekämpft und hättest dich nicht darum bekümmert. Du bist aber in Wirklichkeit ja bis vor Bundesgericht gegangen mit dieser Sache. Und jetzt sieht man aus den Akten, dass du auch dort, wie ich sie schätze, ziemlich chancenlos gewesen bist. Nämlich Pro Juventute hat schon bevor das Urteil gefällt worden ist, mit dem Bundesgericht, mit dem Bundesrichter Kontakt gehabt. Der hat auch der Pro Juventute telefoniert und gesagt, Bundesrichter Pometta macht uns darauf aufmerksam, steht in einer Notiz, dass die Gegenpartei, das bist du, ja, Einsicht nehmen kann in unsere Rechtsschrift. Darin sind aber Adressen und weitere Einzelheiten enthalten, von denen die Gegenpartei, nämlich du, nach seiner Auffassung absolut keine Kenntnis erhalten soll. Und dann hat man dann auch weiter verhandelt und hat dann sogar der Bundesgerichtskanzlei geschrieben und gesagt, du darfst auf keinen Fall die Rechtsschrift kriegen und auch im Urteil dann darf ich nichts reinstehen, damit du merken könntest, wo die Kinder allenfalls wären. Und auch in der Rechtsschrift selber steht etwas Interessantes. Würde die Beschwerde, nämlich deine, gut geheißen, so würde die Arbeit des Vormundes in solchen und ähnlichen Fällen sehr erschwert oder überhaupt zunichte gemacht. Die Fortführung des Werkes für die Kinder der Landstraße wäre kaum mehr möglich. Wie war denn das für dich, als du diesen Prozess gemacht hast? Bist du denn nicht angehört worden? Ich war chancenlos. Ich habe nichts bekommen, nichts. Ich habe nur noch das Bundesgerichtsurteil bekommen und durfte zahlen. Nachher war meine einzige Rettung, bin ich zum Beobachter gegangen. Ich dachte, es muss eine Gerechtigkeit geben, jetzt gehst du zu dem noch. Und durch den Beobachter, durch den Hans Gabretz, habe ich hier vernommen, wo die Kinder sind. Aber es war nicht mehr das Gleiche gewesen. Sie waren fremd gewesen, mir gegenüber, ich gegenüber den Kindern. Und das Band war verrissen gewesen. Ich möchte nur eins sagen, das Bundesgericht, Kantone, Gemeinden, die haben zusammengearbeitet. Es war eine totale Ausrottung, eine Verfolgung. Wenn man so am Schluss fragt, überhaupt, was war denn dahinter? Gibt es da Schuldige? Dann stelle ich schon ein paar Schuldige fest. Nämlich die, die die Ideologie geliefert haben. In der Pro Juventute sind die.
Und zwar nicht nur die Mitarbeiter dort, sondern auch im Stiftungsrat hat es solche Ideologen gehabt, wo die Ausrottung von dieser jenischen Minderheit sich auf die Fahne geschrieben haben. Und dann gibt es die Ausführenden, den Kanton, Behörden, Vormundschaftsbehörden, die das unbesehen unterschrieben haben und die vielleicht froh sind, dass man mit diesen jenischen so umgegangen ist und die abserviert hat. Und dann gibt es noch den Bund im Hintergrund, wo die ganze Aktion jahrzehntelang mit namhaften Mitteln subventioniert hat und vielleicht auch daran interessiert war, dass die jenischen nicht mehr existieren hier in der Schweiz. Der Bund hat im Übrigen auch noch eine Aufsichtspflicht gegenüber der Pro Juventute, weil Pro Juventute ist eine Stiftung, die dem Bund unterstellt ist. Und dann gibt es noch eine vierte Kategorie von Schuldigen, nämlich all die, die einen latenten Rassismus haben und die heute noch die Jenischen als Leute von zweiter Klasse und minderwertig anschauen. Dass ein erheblicher Teil der Fahrenden als schwachsinnig bezeichnet werden muss, steht nach unseren Erfahrungen außer Zweifel. Inwieweit dieser Schwachsinn durch fortgesetzte Inzucht und durch den von Generation zu Generation weitergegebenen Alkoholismus bedingt ist und in welchem Maße die unglaubliche pflegerische und erzieherische Vernachlässigung im frühen Kindesalter für diese Benachteiligung haftbar gemacht werden muss, ist im einzelnen Fall schwer zu entscheiden. Das Vagantenkind hat ja nichts, an dem es seine erwachenden Geisteskräfte schulen und erproben könnte. Keine Mutter, die seine Sprache, sein Spielen überwacht. Solange es ganz auf Hilfe angewiesen ist, bleibt es oft tagelang in Schmutz und Gestank sich selber überlassen. Und wenn es anfängt, Interesse für seine Umgebung zu zeigen, ist es Zeuge von Trinkgelagen, Zank und Schlägereien. Die Liebe der fahrenden Mütter, von den Vätern spricht man besser nicht, denn die Rolle ist auch in diesem Belange meist durchaus passiv, ist sehr primitiv, um nicht zu sagen animalisch. Im sesshaften Volk herrscht kaum ein Zweifel darüber, dass die Fahrenden samt und sonders raffinierte Diebe und Betrüger seien. Dass man es in diesen Kreisen mit Mein und Dein nicht so genau nimmt, ist nicht verwunderlich, dass beim Hausieren kleine Betrügereien in Bezug auf Qualität und Herkunft der Waren an der Tagesordnung sind, versteht sich von selber, will doch die Welt betrogen sein. Wenn man die Gelegenheit hat, die Folgen dieser Zügellosigkeit an 10, ja 7-jährigen Mädchen und Knaben zu beobachten, so wird man nicht weiter fragen, warum es ein Gebot der Menschlichkeit ist, solche Kinder so früh als möglich in eine gesunde Umgebung und anderes Erdreich zu verpflanzen.